Ursprünglich waren Kleingärten vor allen Dingen eins: ein Rückzugsraum, Entspannungsoase für die arbeitende Bevölkerung. Gesunde Luft und selbst angebautes, gesundes Gemüse und Obst standen neben Geselligkeit im Mittelpunkt. Hat sich die Wahrnehmung und die Nutzung der Kleingärten im Laufe der Jahre geändert? Wenn ja, wie? Ja, die hat sich geändert. Das Kleingartenwesen hat ja viele Ursprungslinien, wo es entstanden ist. Zum einen war das in der früheren Zeit, 1833, 32, die Einrichtung von Armengärten. Dann 1864 die ganze Bewegung, Schreberbewegung, wo eine Vielzahl von neuen Anlagen entstanden sind. Dann haben wir den Bereich der Fabrikgärten gehabt, wo also Fabrikanten Land für ihre Arbeiter bereitgestellt haben, um sich in frischer Luft zu erholen und gleichzeitig den Garten zu nutzen für eigene Anbaumöglichkeiten, um sich auch dann selber zu versorgen. Zu DDR-Zeiten war der Kleingarten ein sehr produktives Element. 100 Quadratmeter, 100 Kilogramm Erträge. So in diese Richtung ging damals die Bewegung und hing auch damit zusammen, dass die Kleingärtner die Möglichkeit hatten, das, was sie nicht selber benötigen, in Ankaufsstellen des Handels zu bringen und ihre Waren dort anzubieten und dem Bevölkerungsteil zukommen zu lassen, die also keinen eigenen Garten hatten. Also das war eine große wirtschaftliches Anliegen zu DDR-Zeiten. Das hat sich heute etwas gewandelt bei der ganzen Geschichte. Man ist auch mehr übergegangen, was die Nutzung anbetrifft, naturgemäß ökologisch die Gärten zu bewirtschaften. Die Mindestanforderung an einen Kleingarten aus heutiger Sicht, die rechtlich fundiert ist, ist, dass ein Pächter mindestens ein Drittel der Gartenfläche dem Anbau von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf zu nutzen hat. Wobei wiederum dort für den Eigenbedarf Obst und Gemüse der Schwerpunkt ist. Wird der Kleingarten heute eher mehr oder weniger als Lebensraum für Mensch, Pflanze und Wildtiere betrachtet oder angelegt? Spielt der Begriff bzw. das Konzept natürliche biologische Vielfalt bisher eine Rolle? Im Bewusstsein unserer Pächter und durch die fachliche Einflussnahme, weil wir auch viele Fachberater ausbilden, die am Ende in den Vereinen und Verbänden die Aufgabe haben, unsere Pächter anzuleiten, Hilfestellung zu gewähren bei der Nutzung ihrer Kleingartenparzellen, ist das Thema Natur- und umweltbewusstes Gärtnern ein Schwerpunkt geworden und die Gärten werden demzufolge auch so angelegt. Angelegt, dass auch viele Nützlinge im Garten einen Aufenthaltsraum finden, um wie gesagt den ökologischen Aspekten mehr Rechnung zu tragen. Es ist noch nicht überall so, aber es gibt sehr, sehr gute und breite angelegte Beispiele, die dieses Thema verwirklichen im Kleingarten. Hat der Bundesverband der Gartenfreunde sich für 2014 vorgenommen, seine Mitglieder zu motivieren und zu mobilisieren, ihre Kleingärten bienenfreundlich zu gestalten? Also möglichst viele der 560 Wildbienenarten sowohl Nahrungspflanzen als auch Nistmöglichkeiten zu bieten. Das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, gerade der Bienenwelt einen größeren Raum und eine Breite und eine Vielfalt einzuräumen. Und da bietet es sich eigentlich an, auch im Kleingartenwesen eine Heimstätte für Bienen zu schaffen. Sicherlich ist es noch nicht überall so, aber es ist eine breite Allianz entstanden, auch was die Notwendigkeit anbetrifft, Bienen zu halten, auch für die Bestäubung und für den Nutzen der Ertragspflanzen zu sichern. Und eine Schulungsveranstaltung, die ja letztendlich schon stattgefunden hat in der fachlichen Ausbildung, wo das Thema behandelt worden ist, Bienen, und auch dokumentiert worden ist in der Fachverbandszeitschrift der Fachberater, und auch in den Schulungsunterlagen des Bundesverbandes nach außen getragen wird, weil diese Schulungsunterlagen kriegt jeder Kleingärtner, Vereinsvorsitzende ins Haus über den Fachberater. Und somit sind auch die Inhalte dieser Schulungsveranstaltung, wo auch das Thema Bienen eine Rolle gespielt hat, bis in den letzten Verein hineingegangen.
Würden Sie sagen, wären Gartenseminare zu dem Thema bienenfreundliches Gärtnern aus Ihrer Sicht für die Mitglieder von Vorteil, um die Stauden und Gehölze näher kennenzulernen, die den Wildbienen Nahrung bieten? Ich würde das auf alle Fälle anbieten, auch für die Lehrgänge in den Landesverbänden. Es werden ja auch dort fachliche Ausbildungen organisiert und durchgeführt, dass man ruhig in diesen Schulungsthemen das Thema mit aufnimmt und auch unseren Fachleuten und unseren Kleingärtnern vermittelt, damit auch diese Transparenz zur Notwendigkeit der Bienenhaltung in Kleingärtnervereinen dargelegt wird. Und wichtig wäre es auch zu zeigen, dort wo schon solche Projekte sind, dass andere neugierig gemacht werden, dass diese Projekte gezeigt werden und dass man anhand dieser Projekte auch appelliert an andere Vereine, analoge Geschichten in ihren Vereinen aufzubauen, um eine Breite zu erreichen. Herzlichen Dank.